Hi and welcome, meine lieben Freunde der Unterwasserwelt. Nachdem mein letztes Tutorial ja doch sehr theoretischer und auch hypothetischer Natur war, gibt es heute nochmal eines, welches mehr Bezug zur alltäglichen Tauchpraxis hat. Und noch besser, jeder von euch kann das Gelernte sofort und auf wirklich jedem Tauchgang direkt anwenden, um diesen sicherer zu planen und durchzuführen. Let's go! Die Drittelregel. Die befasst sich mit dem Gasmanagement, welches in den herkömmlichen Tauchgängen wie folgt aussieht. Ausgehend von einer mit 200 Bar gefüllten Tauchflasche sparen wir uns 50 Bar als Reserve auf und verbrauchen den Rest, hier 150 Bar, für den Hin- und Rückweg sowie für den Sicherheitsstopp. Die dritte Regel kommt aus dem Bereich des Self-Reliant Diving, also dem Solo-Tauchen. Diese Regel kann man aber auch gut im Buddy-Team für mehr Sicherheit anwenden. Ich lege auch jedem wirklich nur wärmstens ans Herz, einen Solo-Tauchgang nur dann zu machen, wenn er oder sie die notwendige Ausbildung und auch Ausrüstung dafür hat, egal wie einfach und flach der Tauchplatz sein mag. Bei der Drittelregel wird für mehr Sicherheit aufgrund des nicht vorhandenen Buddys der Atemgasvorrat gedrittelt, sodass man jeweils ein Drittel für den Hinweg, ein weiteres für den Rückweg und ein letztes Drittel als Reserve für das Unvorhergesehene hat. Da das Rechnen mit Dritteln etwas unhandlich ist, schauen wir uns das mal anhand einer mit 200 Bar gefüllten Tauchflasche an. Wir gehen im gesamten Tutorial immer davon aus, dass eine Flasche zu Beginn mit 200 Bar gefüllt ist. Um es einfacher zu machen und gleichzeitig auch konservativer zu planen, nehmen wir die nächst kleinere Größe, welche man gut durch 3 teilen kann. Bei 200 Bar wären das 180 Bar. Bloß nicht 210 Bar, auch wenn das näher an den 200 Bar liegen würde. Wir nehmen also die 180 Bar und dritteln diese. Somit haben wir 60 Bar als Reserve, weitere 60 Bar für den Hinweg und nochmal 60 Bar für den Rückweg. Obendrauf haben wir nochmal 20 Bar übrig, was uns mehr Atemgasvorrat in kritischen Situationen gibt. Wir kehren also um, sobald der erste des Buddy-Teams den Umkehrdruck von 140 Bar erreicht hat. Ja, so viel dazu, wenn alle mit der gleichen Flaschengröße tauchen. Was aber, wenn einer eine kleinere Flasche hat? Da wir die Drittelregel auf den Flaschendruck beziehen, dieser aber in allen Flaschen identisch ist, stellen wir fest, dass man auch bei einer kleinen Flasche auf einen Umkehrdruck von 140 Bar kommt. Und jedem ist vermutlich klar, dass 140 Bar Atemgas in einer 10 Liter Flasche weniger sind als in einer 12 Liter Flasche. Um zwei unterschiedliche Flaschengrößen zu vergleichen, müssen wir erstmal eine neue Einheit einführen. Dafür multiplizieren wir das Flaschenvolumen, also die Flaschengröße, mit dem Druck und erhalten die Einheit Bar Liter, welche neben dem Flaschendruck auch die Flaschengröße mit einbezieht. Um jetzt die beiden unterschiedlichen Flaschengrößen zu vergleichen, schauen wir uns nochmal die kleinere Flasche an. Der zuvor ermittelte Umkehrpunkt gibt vor, dass wir 60 Bar für unseren Hinweg verbrauchen. 60 Bar in einer 10 Liter Flasche entsprechen 600 Bar Liter. Mit diesem Wissen schauen wir uns jetzt beide Flaschen parallel an. Es ist einfach zu verstehen, dass die 10 Liter Flasche mit 2000 Bar Liter Atemgas gefüllt ist, die 12 Liter Flasche mit 2400 Bar Liter. Der ermittelte Umkehrpunkt der kleinen Flasche ist nach 600 Bar Liter erreicht. Ziehen wir dies von den 2400 Bar Liter der großen Flasche ab, erhalten wir einen Umkehrpunkt von 1800 Bar Liter, was geteilt durch die 12 Liter Flaschenvolumen einen Umkehrdruck von 150 Bar bedeutet. So einfach wendet ihr die Drittelregel im Buddy-Team mit unterschiedlichen Flaschengrößen an. Wie immer würde ich mich auch heute freuen, wenn ihr etwas von dem vermittelten Inhalten hier mitnehmen konntet und hoffe, dass alle eure Tauchgänge natürlich sicher verlaufen. Auch seid ihr heute wieder gerne dazu eingeladen, mir in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr die Drittelregel auch bei euren normalen Tauchgängen bereits angewendet habt oder euch die konventionelle Methode vollkommen ausreicht. Oder auch, wenn ihr ganz spezielle Themenwünsche habt, die ich behandeln soll. Immer her damit und bis dahin sage ich auch für heute, allzeit gute Luft und ciao.